sieht man schön, wie sie den Unterstützungsriemen einhängt, um dann das kleine Ziel von 4,5 cm Durchmesser zu treffen. So, Simone Haushold ist da Sylvie Picard für Frankreich. Oh, und Fräulein Ingstad Björk schießt sehr, sehr gut. Ein Nachlade, sie wollte schon weg. Aber sie ist eine sehr, sehr gute, gerade Liegenschützin. So, Simone Haushold hat begonnen, Katja Haller auch. Simone Haushold mit einem Nachlader. Raus geht jetzt Laukkanen. Sylvie Picard ist schon weg. Und Sylvie Picard ist auch schon weg. Puh. Tja, was macht Simone Haushold? In der Staffel ist das bei ihr wirklich ein Leiden. Es ist ein Leiden. Das sind zwei Nachlader. Die deutsche Mannschaft verliert Meter um Meter durch die Nachlader von Henkel und durch die jetzt schon entstandene zwei Nachlader von Simone Haushold, die immer noch am Schießstand liegt. Ich weiß nicht, warum das bei ihr so ein Problem ist, diese Staffelentscheidungen mal nach vorne zu bringen und nicht... Gerade für die Simone ist heute die Mixstaffel wirklich wichtig, auch im Hinblick auf die, ich nenne sie mal, große Staffel der Damen, um sich da einen Platz zu ringen, was ja auch nicht so leicht ist. Tja, Frankreich ist Fakt, sie hat Stehenschießen mehr Fehler aufzuweisen als im Liegendanschlag, hat eh grundsätzlich keine so hohe Ausbeute, aber wer weiß, wie es läuft. Gut bis jetzt. Picard schießt besser, das ist bekannt. Und schießt auch schneller. Und sicherer. Oh, Silva, die wollte schon gehen. Die wollte schon schultern. Genau. Da beide nur einen Nachlader. Gut. Einer ist okay. Für Olofsson ist ein Nachlader super. Wenn sie den reinbringt, wäre das gut. Dann kann sie nämlich Picard noch schnell überholen. Ja, das macht sie gut. Ja. Anna-Karin Olofsson, die Stärke der Loipe wird also als erste wechseln auf David Ekholm. Das steht jetzt schon mal fest. Laukkanen, ein Nachlader. So, was macht die Simone? Jetzt muss sie durchziehen. Oh, das wäre zu wünschen. Drei. Vier. Der lässt sie nicht. Ingstad Björk, die Norwegerin, zittert. Und da droht eine Strafrunde für Norwegen. Da droht eine Strafrunde in Warnung. Und da wird Uli Heiner Bjørndalen. Und Simone weg. Da wird Uli Heiner Bjørndalen nicht amused sein, wenn das heute so passiert. So, was macht Katja Haller? Und den letzten Nachlader für Ingstad Björk. Strafrunde oder keine Strafrunde? So, dann wird gehen noch mal 30 Sekunden über den Jordan. Olga Saitseva ist weg, Wang Julie auch. Und für Ingstad Björk heißt das 150 extra Meter in der Strafrunde. Ja, und Italien auf der fünften Position. Katja Haller hat sich mit einem Nachlader lediglich begnügt. Das ist doch eine gute Ausgangsposition für das italienische Team. Das sind nur 38 Sekunden Rückstand auf BK. Das ist alles noch offen. Alles ist... So, Monsieur de Front, liebe Zuschauer, ist dran. Der Verfolgungs-Olympiasieger von Turin. Damals hat er den großen Ole Einer Bjørndalen auf der Schlusskurve, in der Schlusskurve dieser 90-Grad-Kurve in San Sicario noch abgefangen. Und der beginnt den Fehler. Zwei Nachlader. Zwei Nachlader für die Frauen. Ekholm hat gestern nur einen Fehler gehabt bei vier Schießdurchgängen im Einzelwettkampf. Er ist Fünfter geworden. Ekholm ist richtig gut drauf. Super! David Ekholm geht jetzt erstmal in Führung. Und die Frauen hat seine zwei Nachlader jetzt ins Ziel gebracht. Jetzt der alte Paavo Purunen. 15 Jahre Altersunterschied zwischen den beiden, die jetzt auf der Matte liegen. Zwischen Purunen und Pfeiffer. So, Arndt. Denkt dir nichts. Es ist bloß eine Weltmeisterschaft. Cool bleiben. Macht er. Na, Purunen hat noch nichts verlernt. Und Pfeiffer hat viel gelernt. Ja, genau. Super. Schließt an die Staffelleistungen an. Großartig. Also das ist natürlich für die WM-Premiere, aber à la Bonheur. So, dahinter geht es heftig zu. Die Chinesen sind mit dabei. Wie gesagt, nicht unerwartet. Zhang Zhengzhe. Sehr starke Leistung, holt hier auf, die chinesischen Mixed-Mannschaften, Bilanz fast makellos ist. Na gut, er hat ja noch den Einzelwettkampf mitgemacht. Der Front beginnt sehr schnell, Ekholm jetzt auch. Der Arndt ist auch schon da, an Pfeiffer.
Oh, die Frauen setzt die Messlatte ganz hoch an. Ekholmann auch, der lässt nicht locker. Die beiden Führenden, ein Pfeifer muss einmal nachladen. Beim ersten Schuss schon. Ich kann mir schon vorstellen, dass ihm ein bisschen die Düse geht. Ich glaube nicht. Er zieht hier ganz locker durch. Das kann er. Zwei Nachlader werden verteilt. Einer ist geschenkt, einer geht noch. So, und auf dem dritten Platz laufen. Purunen geht nämlich jetzt weg. Treffen, Junge. Nein! Oh. Er hat ja noch zwei Nachlader und eine Scheibe. Das schafft er. Ja! Ja, auf geht's, auf geht's! Nicht lange nachdenken, nicht lange überlegen, raus, raus, versuchen an Purunen ranzukommen, die allerdings einen Vorsprung jetzt doch auch hat. Christian de Lorenzi auch. Oh, letzte Schuss, ja, noch reingegangen. Avcharesov muss nachladen. So mitspielt, aber jetzt spielen wir erst das Liegenschießen. Das erste Liegenschießen. Foucault, der lange Bergmann und Michael Greiss. Das ist die kleine Vorentscheidung. Jetzt kommt Antila. Greiss hat noch nicht begonnen. Beginnt mit einem Fehler. Oh, das ist bitter. Und Foucault zieht durch. Das bin ich auch nicht mehr sicher. Foucault zieht durch. Bergmann zieht auch durch. Ja, Bergmann zieht auch durch. So, der Michi muss jetzt einmal nachladen. Das ist natürlich jetzt heftig. Und er zittert sich da die Patrone rein. Verliert etwas Zeit. Ja. Muss er treffen. Jetzt muss er schauen. Er sieht ja die beiden vor sich. Jetzt muss er sich sputen. Jetzt muss er versuchen ranzukommen. Das ist natürlich keine gute Ausgangsposition für Stehen. Schießen. Er ist ein bisschen jetzt unter Druck geraten. Und schnell in die Schlaufe. Er läuft ja immer diese Schlaufen, wo es schwer zum Einfädeln geht. Die Langlaufschlaufen. Ja, dafür ist es leichter zum Rausgehen aus der Schlaufe. Und alles Vor- und Nachteile. Ja, das ist es halt. So, Markus Windisch muss auch einmal nachladen. Zweimal nachladen. Das ist ungewohnt für den Markus. Dreimal, jetzt geht es bei den Italienern nicht mehr um eine Medaille. Das ist jetzt abgehakt, das ist vergessen. Ulianen Björndalen ist da, aber Ceresov oder Chudov, pardon, geht auch raus. Ole wird wohl jetzt hier eine Schnellfeuereinlage bringen. Aber auch Chudov patzt. Antila ist weg. Kreis 14 Sekunden dahinter. Jetzt geht Chudov und Markus wieder als erster schießt. Das ist auch so passiert. Boah, Fehler vor Kart. Und Fehler Bergmann, Fehler Greiss. Alle. Na Jungs, jetzt erlaubt er gegenseitig angesteckt. Nein. Zwei Fehler Foucault, zwei Fehler Greiss. Zwei Fehler Bergmann, ja was macht er denn? Alle müssen zweimal nachladen, alle drei. So, Foucault hat abgezogen. Michi Greiss muss den treffen. Oh, jetzt geht's dahin. Oh Gott. Jetzt glaube ich nicht mehr an Gold, denn jetzt geht Foucault raus. Jetzt geht Bergmann raus und Greiss muss jetzt treffen. Und letzter Nachlader. Das ist die Minimalchance, die er noch hat, wenn er den trifft. Das ist die Minimalchance, wenn er den trifft. Er muss den treffen. So, jetzt ist die Frage. Jetzt ist wirklich die Frage, was kann der Ski, was kann der Körper, was kann der Geist, was kann alles noch hergeben? Was ist noch drin? Der Abstand beträgt 16 Sekunden zu Foucault und Bergmann. Bronze ist auf jeden Fall sicher. Die Deutschen werden in der Mixstaffel eine Medaille gewinnen. Die Franzosen auch, die Schweden auch. Das wird ein Dreikampf werden. So, und Ulianen Björndalen hat sensationell aufgeholt, muss aber jetzt auch zweimal nachladen. Jetzt sollte er natürlich auch einem irrsinnigen Sprint zwischen ersten und zweitem Schießen Tribut. Und er aber auch ein Beispiel, jetzt hier am Schießstand fast keine Bewegung in der Waffe. Ich finde, die Position, wo er die Ersatzpatrone hat, ist ideal. Ja, das sind nur ein paar Zentimeter, wo er die Patrone rausschiebt und reinschiebt. Man sieht, er hat es wirklich sehr, sehr viel geübt. Ja. Das ist eine ideale Position. So, Michi, der hoffentlich dem guten Simon Foucault hier nicht mehr in die Quere kommt, der jetzt auf dem Weg ist, die letzten Skating-Schritte zu absolvieren. Gold für Frankreich! Und Michael Greiss kommt an Karl-Johan Bergmann nicht mehr heran. Silber für Schweden, Bronze für Deutschland. Die Schweden jubeln. Michi Greiss jubelt nicht. Aber es ist eine Medaille für Michi Greiss und Michi Greiss kann auf jeden Fall zufrieden sein. Das weiß mit ich dem nicht. Ausgang. Das weiß ich nicht. Eine Medaille ist eine ja, Medaille. Aber das weiß du ich nicht. Sagen, was du willst. Das weiß ich nicht, ob er damit zufrieden ist. Denn Norwegen auf der vierten Position, Russland auf Rang 5, Finnland auf Rang 6. Ein